Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Chelsea und dann Barcelona und dann Real. Also jetzt kriegen wir sie alle nach und nach. Wir kriegen sie jetzt alle nach und nach. Wir müssen leider auf zwei Mann verzichten. Das ist schon mal ganz klar. Nunez wird definitiv reinrutschen. Und Alvarez wird da reinrutschen. Auf die Position. Ja, Libre auf jeden Fall für das Silva. Sainz, ja, klar. So, Maurice muss leider auf die Bank wechseln. Ausnahmsweise mal. Weil wir brauchen ein bisschen, wir müssen ein bisschen Alternative haben. Gehen wir rein ins Match. Es ist keine Entscheidung, auf den wir in diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Er ist der beste Torjäger der UEFA Champions League. Kann er auch heute wieder als Torschütze erfolgreich sein? Warten wir es mal ab. Hallo liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen für Sie heute das Viertelfinal-Rückspiel dieses Wettbewerbs. Athletic Bilbao gegen Chelsea. Im Hinspiel haben wir einen deutlichen Sieg der Gastgeber erlebt, Wolf. Und es scheint so, als wäre die Geschichte vor diesem Rückspiel entschieden. Aber wer weiß, ein frühes Tor und es wird vielleicht doch nochmal spannend. Ja, wir haben natürlich den Vorteil, wir haben einen hohen Sieg auswärts geholt mit 5:1 in London. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir 4 Tore zu, Vorsprung haben. Aber trotzdem wurden mich diese zwei, diese nur eine Punkt aus den letzten beiden Spielen in La Liga. Und Barcelona ist definitiv keine Laufkundschaft. Das wird vielleicht das dritte in Frage. Also er hat Muffensausen. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal. Klar, die weg. Die. Auf außen und Iñaki Williams spielt im Sturm mit Borja. Die angewechselten. Nur die schon Alvarez sind drin für Gorosabel und für Vivian, die beide gesperrt fehlen. Ich meine, besser jetzt als dann weiter in der nächsten Runde. Weil dann ist Halbfinale. Und dann bestimmt United nochmal oder so. Wenn wir schon bei den englischen Teams sind. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt weiter sind. Aber jetzt erstmal Chelsea ausschalten, ne? Das wird auch eine andere Hausnummer. Die Aufstellung des FC Chelsea. Sie wählen ein 5-2-3. Das heißt also, sie wollen hinten kompakt stehen, dann schnell vorrücken, Druck machen. Sieht man immer häufiger diese Taktik. Rodrigo diesmal drin. Na dann. Bilbao hat Anstoß. Sanchez. Ach Mann. 2-4 und das wird Einwurf geben. Williams. So, jetzt mal Sanchez. Mit ein bisschen Dusel. Ah, der kommt nicht. Aber solange, umso länger es 0-0 steht oder was auch immer, ist tatsächlich alles gut. Wir haben 4 vor. Dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Also mit ihm als Torjäger vorne drin. Das sind eigentlich. Aber jetzt erstmal Augen auf. Oh, Chelsea macht 1-0. Sie kombinieren sich da auch nicht durch und es steht 0-1. Noch 3. Chelsea liegt jetzt genauso los wie wir im Hinspiel. Nämlich ein frühes 1-0. Nun steht es in Addition 5-2. Das muss aber gelb geben. Oh, bitte keine verletzten Spieler jetzt noch. Der Kapitän liegt. So, Minimum gelb, ja. Reece James, der Rechtsverteidiger, sieht das mal gelb. Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. So, ich hoffe, dass jetzt die Tische noch einer aus, verletzt, dass Berlin aus wird. Aber wenn er jetzt zu viel
Muniain ist okay, alles gut. Fängt diesen Ball ab. Und nun Sterling. Chilwell. Chilwell am Ball. Sterling. Die Chance jetzt. Es ist zum Kotzen. 2-3-0-2. Sag ja, Chelsea liegt so los wie wir im Hinspiel. Aber 0-2. 3-5, noch 2. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist zu viel Power. Wir sind momentan ein bisschen außer Form. Das Spiel geht also weiter. Es steht nun in Addition beider Spiele 5-3. Wir bräuchten mal ein Tor. Aber es ist wieder kein 0 übrigens, ne? Muniain! Elfmeter. Oh, das gibt Elfmeter. Elfmeter für Bilbao. Jetzt ein Tor. Ja, hat Elfmeter Enzo. Und er macht den Elfer. Der ist sehr, sehr wichtig, dieser Anschlusstreffer. Der ist sowas von wichtig, dieser Anschlusstreffer. Weil dadurch steht es nämlich jetzt 6-3. Wir haben wieder 3 plus. Insgesamt steht es nun 6-3. Weiter geht's. Also Iñaki jedenfalls mit dem Tor. Der Ball holt er gut verteidigt. Williams. Muniain vielleicht jetzt nach außen. Muniain! Gute Möglichkeit. Oh. Sichere Parade. Irgendwie haben Modi das Ding dann doch sicher. Der war jetzt mehrmals frei. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, so, das wird die nächste Karte geben. Das wird. Und jetzt ist es dabei! 2-2! 25. 7-3! Atletico! Barra! Mayoral! Wir schauen nochmal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig. Alles wieder offen hier. 2-2. Goretzka. Chelsea verliert den Ball. Radion. Olmo. Williams. Williams, Williams. Dreht! Den hält er, aber ich glaube, da kann. Bilbao diese Partie erstmal vorerst. Nein! Ich glaube und ich gehöre auch dazu. Viel haben. So, gib doch jetzt irgendwann mal eine Karte für da. Gegen Chelsea. Zu Belgia. Das wieder vor. Also Chelsea ist jetzt gerade mehr oder weniger nur mit dem Foul beschäftigt. Eckball. Gabe Sterling. Also zwei Chelsea-Spieler jetzt gerade. Weiter gefährlich. Jetzt haben wir jetzt mal ein bisschen Luft wieder. Also wir sind jetzt erstmal so ein bisschen drin in der Partie. Die Balleroberung. Williams. Die Chance für Williams. Williams, Mondi. Koulibaly kann klären. Dani Olmo. 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 Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Und ja! Vor der Pause, Spiel gedreht, 8-3 in der Addition, wieder 5-4-2. Chelsea war so dran an dieser Partie. Die führten früh mit 2-0. Und irgendwas scheint jetzt gerade danach passiert zu sein. Chelsea foul momentan, hat zwei Gelbe gesehen und Bilbao dreht auf. Lampard kann es nicht glauben. Leute, was ist da los? Wir hätten das eine Tor machen müssen. Da wären wir jetzt sowas von in der Partie drin gewesen.
mit 3-2. Das ist ein enges Spiel. Abflug, Olmo. Olmo! Olmo! Da passt der Klasse auf. Jetzt Ekwall. Was ist mit der Londoner los? Der Abpfiff und das war es. Wir bauen eher am 4. als Chelsea am 3. Aufgabe zumindest erstmal. Erstmal teilweise gelöst. Also Vorsprung, habt ihr irgendwie weg. Nach 13 Minuten wird Chelsea sowas von drin in der Partie. Und danach muss ein Knick passiert sein. Irgendwas ist bar jetzt. Abraham, Entschuldigung. Hängt den Eiser. Nun Jesch. Ja, ähnlich wie bei uns. Nach dem 3-0 die gelbe Karte plus die Auswechslung plus die rote. Sammy Abraham. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Ist jetzt bei Chelsea genau dasselbe passiert. Also ähnlich. Nur, dass sie nicht 3-0, sondern 2-0 geführt haben. Dann geht es auswärts gegen den FC Barcelona. Und auch bei dem Spiel sind wir für sie. Vor allem in Barcelona. Tammy Abraham. Pass auf Sterling. Sterling, gelb, hat er vorgesehen. Sterling. Nein. Und jetzt ein Freistoß für den so, Alvarez jetzt mit dem Foul gegen Raheem Sterling. Stellt sich schon 5 Fouls. Das war ein Freistoß für uns. Es war ein klares Handspiel. Das Tor hätte nicht gezählt. Der Ausgleich, der erneute. Und da kommt er an den Ball. Oh nein. Jetzt fällt mir da auch noch. Zu Belia. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ich muss wechseln. Da hat sich jetzt Majoral vorne verletzt. Das ist natürlich jetzt bitter. Aber wir haben ja Alternativen. Via Libre wird jetzt reinkommen. Rodrigo. Tammy Abraham. Abraham. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Und der ist drüber. Das wäre ein sehenswerter Treffer geworden. So, Majoral muss raus, weil er angeschlagen ist. Zu viel Kraft reingelegt. Aber ist nicht schlimm, wie gesagt. Wenn es nicht lange ist. Am Ball Via Libre. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt hast du natürlich nochmal einen da vorne drin, der noch ein bisschen frischer ist. Sterling bekommt ihn wieder. Der kann teuer werden. Der Abschluss ist dann doch zu halbherzig. Kepa. Ja, dann sagt der Torwart vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Ganz energisch. Jetzt ist Chelsea wieder so ein bisschen ja, drin in der Partie. Aber was machen Sie draus? Ballverlust jetzt erstmal. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Jetzt vielleicht mal. Via Libre, Asia Via Libre. Gefährlich jetzt. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Pfosten. Erstmal gut zugemacht. Ach, viel Pech. Nur der Adu. Das wäre wird aber nicht sowieso in der Partie sehe, aber heute auch die Entscheidung gewesen. Da bin ich mir sicher. Das 4-2 wäre Sense gewesen. Chelsea verliert hier den Ball. Nunez. Ah, dann diesmal bleibt er dran am Ball. Merino. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt vielleicht mal noch einen Konter setzen oder so, dass er sind es noch 7 Minuten. Den endgültigen Nackenschlag. Das tut man auch. Iñaki Williams. 4-2. Bilbao. Chelsea ist raus. Nach City
eliminiert mal den zweiten englischen Verein hintereinander weg. Und wieder im Halbfinale. Wieder, das Spiel wurde nicht heute entschieden. Das wurde in der Hand von Bench entschieden. Chelsea hat das Momentum heute auf ihrer Seite. Sie haben 2-0 relativ früh geführt, noch nicht mal eine Viertelstunde. Und dann muss irgendwo ein Knack passiert sein. So ähnlich wie bei uns im Hinspiel. Das 3-0 gemacht. Gelbe Karte gesehen, wir müssten wechseln. Gleich danach die rote Karte. Aber dann halt dieser Doppelschlag am Ende nochmal. Und dann steht es am Ende 1-5. Und heute steht es 4-2. Barcelona. Und selbst wenn sie da nicht ganz so überzeugend auftreten wie heute, könnte das für einen Sieg reichen. Goretzka. Da ist Rodrigo. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Das Rückspiel ist beendet. Wir sehen die Freude, wir sehen den Jubel. Sie sind weiter. Chelsea raus, Bilbao im Halbfinale. Alles in allem ziehen sie dann doch ungefährdet in die nächste Runde ein. Sie waren mit 9-3 nach dem 8-4 gegen City, jetzt das 9-3 gegen Chelsea. Wieder 12 Tore. Der beste Spieler auf dem Platz. 6 im Hinspiel, 6 im Rückspiel. Ganz toll. Wieder 4-2. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Aber wie gesagt, Hausaufgaben gemacht. Am Ende ist es die Frage, ist es egal wie. So, gucken wir mal gerade ganz kurz. Hat die Partie müssen noch gespielt werden, oder was? Ja, Roman schaltet auch Juventus aus. Ja, United ist dabei. Stell dir vor, wir kriegen jetzt mit United den dritten englischen Verein hintereinander. Das wäre natürlich geil. Dann hätten wir sie alle hintereinander weg. So, haben wir noch irgendwas gehabt, Spieler verletzt? Ja, für 3 Monate Pause für. Boah, ja, Mario. Mal. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, das ist schade, das tut natürlich jetzt so ein bisschen weh. Klar, Via Libre wird natürlich jetzt. Stürmer Nummer 1 werden da vorne, klar. Der wird wahrscheinlich bis zum Ende der Saison da spielen. Weil Majoral wird wahrscheinlich nicht mehr fit werden. Da denke ich mal, bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir fast sicher, dass das so passieren wird. So, dann werden wir das mal so machen. So, und in der nächsten Partie sehen wir uns dann wieder. Und dann geht es gegen Barcelona um mehr oder weniger die Meisterschaft. 17 Zähler Vorsprung nach diesen Niederlagen an dem Unentschieden jetzt. Wir hatten mal 22 oder so. Wir haben jetzt 5 Punkte verloren in 2 Spielen gegen die. Und das, obwohl Barcelona dann auch gepatzt hat zwischendurch mal. Und wir dann weg waren erstmal das Ding. Jetzt hätten wir schon die Meisterschaft zugemachen können. Aber so ist das halt manchmal. Dann hast du auf einmal Nervenflattern. Es sind jetzt immer noch 7 Spiele, klar. Wenn du heute gewinnst, hast du den Riesenschritt. Aber dann hast du noch Real und Atletico dran. Wenn Real nämlich auch verliert und wir Barcelona schlagen und Atletico gewinnen, haben die nämlich, dann bleiben es, sind es halt dann genau wieder diese 20. Und dann wärst du, wärst meine Wege durch. Aber es muss viel passieren, damit wir heute Meister oder morgen dann Meister werden. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt bei Let's Play FIFA 23.